Natürlich möchte ich heute hier bei Wolfsrevier den Gewaltvorfall nach dem Berlin-Liga-Spiel zwischen dem Berliner SC und Sparta Lichtenberg thematisieren. Ich war Augenzeuge und ich muss sagen, es war ein erschreckender Vorfall und der alle tief bewegt hat, mich wirklich ganz besonders bis heute. Es sind 5 Tage nach dem Spiel und wir können das alle immer noch nicht glauben. Ich möchte hier ganz bewusst auch keine Schuldfrage stellen oder beantworten, weil das erstens unwichtig ist. Ja, so schlimm der Fall ist, sagen wir mal, ist das eine Sache, die dann die Gerichtsbarkeit entscheiden kann, die Staatsanwaltschaft, die Polizei und der Berliner Fußballverband. Viel schlimmer ist, dass sowas überhaupt passieren konnte und wir uns mit diesem Thema hier beschäftigen müssen und wir uns alle Gedanken darüber machen, warum das so ist. Und ich sage auch ganz klar, es ist kein Problem bestimmter Bezirke, es ist kein Problem bestimmter Spielklassen, es ist auch kein Problem, sagen wir mal, zwischen rivalisierenden Teams wie Dynamo und Union, sondern es ist ein Thema, was uns alle angeht und worüber wir alle nachdenken sollten, wie wir das in Zukunft wirklich verhindern können und präventiv eingreifen können. Gerd Liesegang vom Berliner Fußballverband sagte, dass einige erst einsehen müssen, dass sie ein Problem haben. Ich sage ganz klar, alle haben wir das Problem. Alle Berliner Amateurfußballer haben das Problem und deswegen sollten wir uns auch alle dem Problem annehmen und nicht erst wirklich handeln, wenn es passiert ist. Das ist ja oft das Problem, dass erst das Kind in den Brunnen gefallen sein muss, um dann zu reagieren. Spätestens seit dem letzten Sonntag sollte jedem klar sein, dass das keine Geschichte ist, die wirklich nur an bestimmten Stellen passieren kann. Wie es immer nach so einer schlagzeilenträchtigen Geschichte ist, redet man natürlich über die Täter. Aber es gibt auch extrem viele Opfer und die Berichterstattung, die fand ich gelinde gesagt ziemlich mies, einfach gestrickt, weil man natürlich nur versuchen wollte, die Bilder zu dokumentieren und zu kommentieren in einer Form, wo es manchen Leuten einfach nicht gerecht wird. Es gab unheimlich viele, die dort versucht haben zu helfen, die teilweise danach heulend dann auch noch in der Kabine gesessen haben und denen wird man hier nicht gerecht. Es geht hier nur darum, dass man versucht, irgendwelche Täter zu finden, aber ich sage auch, es gab unheimlich viele Opfer, nicht zuletzt der Berliner Fußball an sich, nicht zuletzt die beteiligten Vereine. Und beide Vereine haben ja inzwischen gesagt, dass sie an der Aufarbeitung ganz konstruktiv mitarbeiten wollen und versuchen wollen, das hinzubekommen. Und das ist auch sehr löblich und das ist auch der erste Schritt. Aber darüber hinaus sollten wir alle darüber nachdenken, was man tun kann, damit dies wirklich nie, nie wieder vorkommt. Fakt ist, dass wir alle daran mitarbeiten sollten, uns dem Problem anzunehmen. Das ist kein Problem Einzelner, das ist unser gesellschaftliches Problem, worüber wir hier sprechen und wo wir versuchen müssen, eine Lösung zu finden. Jeder Einzelne kann etwas dafür tun, nicht erst morgen oder übermorgen, sondern wirklich ab sofort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Wolfsrevier, hoffentlich mit erfreulicheren Themen.